bei dem RM Explorer. Ihr seht im Hintergrund unser System, den LRU oder die Lightweight Rover Unit. Wir sind hier in dem Robotik- und Mechatronik-Part. Und wir sehen hier, oder wir haben unsere Schwerpunkte in der Entwicklung, sage ich mal, der Robotik für morgen. Wir haben einen sehr großen Schwerpunkt hier in dieser Arbeit, wirklich in dem perzeptiven System. Wir möchten auch herausstellen, dass wir hier wirklich mit weltraummöglichen Sensortechnik arbeiten. Wir haben die Autonomiefunktionen, die wir hier implementiert haben, nur basierend auf Kamerasystemen. Also haben wir sehr viele Leute hier, die Bildverarbeitung machen. Und dann natürlich die höheren Ebenen dahinter, wo wir auch wirklich die große Herausforderung der Robotik von morgen sehen. Die ganze Interpretation dieser Daten, das autonome Handeln, also sprich die ganze Bandbreite der Möglichkeiten, die dem Menschen so leicht fallen und dem Roboter so schwer fallen. Wir benutzen auf unserem System den Jacko 2-Arm und der Jacko 2-Arm kann in jedem Gelenk die Kraft messen, die auf dieses Gelenk wirkt. Und somit können wir einen Regler benutzen, der fühlen kann, welche Kräfte am Endeffekt wirken. Und somit muss man nicht die absolute Genauigkeit haben, die man nur im Positionsregler hat, sondern wir können, wenn wir die Batterie einfügen wollen, in eine ungefähre Position fahren und dann quasi fühlen, wie wir das Objekt in diesen Slot eingefügt bekommen. Die Besonderheit von unserem System ist unter anderem auch, dass wir rein kamerabasiert arbeiten. Wir haben keinen Laser, keine andere Sensorik, die im Weltraum gar nicht funktionieren würde, sondern das ist ein sogenanntes Deo-Kamerasystem. Das heißt, es sind zwei Kameras, um die Umgebung räumlich zu erfassen. Aus den beiden Bildern rechnen wir uns ein Tiefenbild. Das heißt, wir haben für jeden Bodenpunkt haben wir einen Höhenwert gespeichert in der Karte. Und darüber können wir eben die Geländegängigkeit, Steigungen, Hindernisse erkennen. Und basierend darauf kann der Rover dann seine Pfade planen in der Umgebung. Ich denke, wir sind sehr gut aufgestellt, um jetzt wirklich dann auch zu zeigen, was wir können.